Und damit herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich will mit Eden spielen. Habt ihr was dagegen, wenn wir heute nicht mit Random spielen, sondern mit Eden? Habt ihr was dagegen? Ja? Pech gehabt! Du spielst mit Eden. Nein, nicht Pech gehabt. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. So, welche Items bekommen wir? Wir bekommen Daddy's Key. Wir können gegen Satan kämpfen. Wir haben sogar ganz ordentlich eine Fire Rate. Und wir sind zusammengeschlagen worden. Super. Und haben eine Pille. Eine Pretty Fly. Hey, das ist ein super Anfang, ehrlich gesagt. Das ist ein super Anfang. Wir gehen auch gleich in den Zacki-Zacki-Raum rein. So. Übersteuere ich? Ich hoffe, ich übersteuere, weil ich habe gestern inmitten der Folge gemerkt, oh nein, ich übersteuere. Aber das Übersteuerte war sogar viel besser. Ey, wir sind ziemlich stark. Das ist ein super Anfang mit Eden. Oh man. So. Auf jeden Fall, ich habe gerade an etwas gedacht. Ich dachte, wie kann ich irgendwie nochmal was anderes reinbringen? Judas Shadow. Wir könnten jetzt erstmal ein bisschen Stärke sammeln, sodass wir ein bisschen stärker werden. Und danach, warte mal, habe ich Chrom offen? Ich glaube, ich habe Chrom offen, deswegen laggt es ein bisschen. Jo. So. Naja, nochmal zur Folge von gestern. Ich mag es immer gerne, über die Folge von gestern zu reden, wenn ich sie hochgeladen habe und ihr euren Senf abgelassen habt und so. Ja, ich habe Bettler gesprengt. Ich habe keine Ahnung, warum habe ich Bettler gesprengt, verdammt nochmal. Ich dachte, oh, warum kommt kein Angel Deal? Ich spreng doch nur Bettler. Arme, wehrlose Bettler. Was, das ist eine böse Tat? Keine Ahnung, mein Gehirn war irgendwie AFK. Hey, das ist halt so. So, warte mal. Ansonsten will ich glaube, morgen möchte ich, damit ihr schon mal Bescheid wisst, weil ich nicht weiß, wann ich das reinpacken soll, außer abends vielleicht nochmal, wie die ganzen Seeds. Die lustigen Seeds kamen wieder übrigens gut an, ey, das macht so viel Spaß. Ich liebe es, mich kreativ ein bisschen zu entfalten und irgendwie ein bisschen Humor reinzubringen. Das ist das, worauf ich voll stehe. Ja, komm, nehmen wir mit, oder? So schlimm kann das jetzt nicht werden. Okay. Die Tränen sind kleiner geworden. Oh, oh. Oh, 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 oh. Es ist doch schlimm geworden. Aber wir haben ein Leben dazu bekommen. Und ja, das macht sehr viel Spaß, mich da kreativ zu entfalten. Das ist wirklich eine super Sache. So. Da hinten klingelt das Telefon. Ich gehe aber nicht dran, weil ich gerade bei meiner Mutter bin. Und da ist eh irgendetwas, was nicht für mich geeignet ist. Und weil ich mich nicht traue. Ich mag es nicht, am Telefon zu reden. Telefon, hör auf zu klingeln. Wahrscheinlich ist es was mega Wichtiges. Naja. Auf jeden Fall, was jetzt cool ist. Ich habe einen besseren Upload. Jetzt von 6. Ein Upload von 6. Wisst ihr, was das heißt? Ihr wisst, was das heißt. Streamen. Wir werden bald streamen. Pass mal auf. Lass mal das hier. Oh, der öffnet sogar Geheimräume? Holy moly. Noch mehr Damage down. Okay. Moment, das ist eine lustige erste Ebene. Und ich würde sagen, wir spenden weiter, oder? Wie ein Irrer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Spenden, spenden. Und ich glaube, ein Herz für 2 Münzen? Das haben wir auch noch nie gesehen. Ich dachte, das Niedrigste, was es gibt, sind 3 Münzen. Das hat aufgehört zu klingeln, oder? Gut. Leute, ich habe einen Upload von 6. Das heißt wieder demnächst Stream. Demnächst wieder Stream. Ich vermisse euch so sehr. Ich vermisse euch so sehr. Euch Alkoholiker. Und die ganzen Leute in der Besenkammer. Die vergammelt schon in der Besenkammer. Also nicht, dass ich mich vorher um sie gekümmert hätte, aber jetzt noch weniger. So, ich habe den Pilz einfach mitgenommen, weil ich will den Pilz mitnehmen. Hey, Fire Rate ist ziemlich sexy. Wir haben Judas Shadow. Irgendwann bringen wir uns um. Wir müssen nur schauen, wann. Wir müssen irgendwo ganz viele, wir hatten Bomben kaufen können, ne? Und dann den blauen Stein sprengen. Aber hey, hier ist die Bombe. Auf jeden Fall werde ich mich töten, wenn wir irgendwo ganz viele blaue Herzen finden und sowas. Okay, komm, das nehmen wir mit. Weil Judas Shadow verdoppelt ja den Schaden. Und jetzt den... Oh, wir haben nur einen Strich. Ups. Naja, dafür eine hohe Fire Rate. Und hier einen blauen Stein. Ach, komm schon. Jetzt gib mir mal ein paar Schlüssel. Noch eine Bombe. Okay, an Bomben mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Das Wichtigste ist, habe ich übersehen, hier die Frisur von Eden. Passt die? Ja, die passt. Oh, oh. Nein, 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 nein. Hab meine Unterhosen gerade frisch gewechselt. Verdammt nochmal. So. Auf jeden Fall Stream. Ey, Leute, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und, ich bin ein bisschen durcheinander. Ihr merkt es vielleicht, ich rede von einer Sache und dann wechsle ich schnell zur anderen Sache. Ich glaube, das habe ich vom Funk Royal abgeguckt. Hol dir einen Nachmacher, ey. Du machst die Verballtheit von Funk Royal, ne? Ja, weil es eine gute Sache ist, die ich gerne nachmache. Auf jeden Fall möchte ich morgen The Savior of Isaac, wenn es klappt, vielleicht auch übermorgen, hochladen. Genau, das wollte ich sagen, hast du schon erwähnt. Ach ja, und wir dürfen keinen Schaden nehmen wegen Devil Deal. Aber vielleicht gehen wir auch auf Angel Deals. Ich glaube, wir gehen sogar auf Angel Deals. Ich
Ich möchte nur gerne ein blaues Herzchen haben. So, wir brauchen auch ein bisschen Luck ab, damit wir öfter den Zahn schießen. So, links waren wir noch nicht. Hallo. Grüß Gott. Hüstel, hüstel. Noch eine Pretty Fly. Wir haben schon 3 Stück, verdammt nochmal. Das ist ziemlich sexy. So, den Itemraum öffnen wir gleich mit unserem Daddy's Key. Wobei, ich will zu Mega-Satan. Vielleicht gehe ich dann doch. Also, wir gucken mal, wie der Devil Deal so ist. Ich nehme auf jeden Fall keinen Scheiß mit. Aber wenn da geiler Scheiß drin ist. Scheiße. Dann nehme ich es mit. Yo, yo, Schamtiers. Ist gut. Bekämpfen die sich selber. Scheiße, Bad Trip sorgt jetzt dafür, dass wir keinen Devil Deal bekommen, ne? Oh, oh. Das ist nicht gut. Und jetzt hier auch. Wie habe ich das überlebt, Mann? Wie zum Teufel habe ich das überlebt? Mit einer Schamtiers habe ich ihn getroffen und dann ist er abgehauen. Hat er keinen Bock mehr auf mich gehabt. Da war ich wertlos. Was war das für eine Combo? Zack, erstmal niedergemetzelt und dann erstmal locker easy gegen das Ding geschossen und explodiert. Okay, warte mal. Holy moly. Hier setzen wir auch den Schlüssel ein. Noch bevor wir die Gegner getötet haben, damit er sich auflädt einmal. Genau. Ein blaues Herzchen. Würde ich gerne, aber den Shop-Typen möchte ich jetzt nicht sprengen. Vielleicht ist da Kohle drin. Hey, Nito, da ist die Katze. Ich bin gerade allein zu Hause, hab die Tür offen gelassen, damit er hin und her latschen kann und sich nicht alleine fühlt. Oh Mann, bin ich nett. Und da steht er jetzt und zieht sich meine Hand an und will sie rammeln. Und will sie rammeln. Möchtest du was auf der Nase? Natürlich, Olli, geh in einen Raum rein und dann check, ob du was auf der Nase hast. Was ist falsch in deinem Kopf? Jetzt ein Hit von einem Supergegner und ich bin erledigt. Eine kleine Berührung und ich bin tot. Genauso wie er. Oh, ein Herzchen. Okay, warte mal. Ich glaube, das blaue Herzchen kaufe ich mir gleich. Wenn ich den Boss besiegt habe und so. Wenn ich den Boss besiegt habe und so. Haben wir schon ein Special-Item gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Oh, da war ein blauer Stein. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder das Shadow eigentlich wiederkommen. Ich überlege sogar hier jetzt zu sterben. Weil wir hier einen blauen Stein haben, da, wo hoffentlich eine Nito, nicht den Greenscreen. Nicht den Greenscreen, du Arschkopf. Lass den Greenscreen in Ruhe, Nito. Da kratzt der mal dran. Nein, böse. Alter, 100 Euro habe ich dafür ausgegeben. Man. Nein, Nito. Muss ein bisschen Angst machen hier. Das gibt's doch nicht. Ist abgehauen. Wahrscheinlich von der anderen Seite jetzt. Pass auf. Was haben wir denn hier? Wir haben da unten ein blaues Herzchen. Lass mal erstmal Boss besiegen. Genau. Schau mal, vielleicht droppt der noch ein kleines Damage-Upgrade und dann kommen wir jetzt wieder? Ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube eher nicht. Wow. Oh oh. Jetzt geht da noch mehr auf mich ab. Jetzt bist du wie Nito. Verdammt. Nito hat auch immer Herzchen über seinem Kopf. So. Uiuiui. Okay, gleich haben wir ihn. Wir machen aber ganz gut Damage. Ich glaube, durch die Geschwindigkeit halt, ne? Durch Geschwindigkeit machen wir halt viel Damage. Und was kriegen wir? Range up. Unbelievable. So, dann würde ich sagen, wollen wir uns jetzt umlegen? Weil wir haben hier dann 2 Herzchen direkt. Wollen wir uns hier umlegen, Leute? Ich denke schon, ne? Es bringt natürlich nicht so viel. Es bringt so gut wie gar nichts. Aber hey. Wo ist denn Feuer, verdammt nochmal? Haben wir hier etwas, was uns umbringen kann? Zacki, zacki, Raum. Habe ich noch nicht gesehen. Irgendwo Feuer, etwas töten. Ah, hier. Das bietet sich doch an. Jetzt noch ein HP-Upgrade hier rausholen. Ah, leider nicht. So, und jetzt sind wir Judas Shadow und machen 2 Striche Damage. Wow. Das ist unfassbar. Okay. Alter, wie wir aussehen. Wir sehen ja richtig lustig aus. Seht euch das mal an. Das sieht richtig lustig aus. Okay, so, wir haben noch weitere 5 Münzen, die ich ausgebe. Wir bringen dich voran, Mann. Wir bringen dich voran. 630 haben wir schon. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich das Herzchen gekauft? Ja, habe ich. Da könnten auch Herzchen drin sein. Kratzt der gerade dran, Nito? Es bewegt sich, Nito. Nochmal. Ich bin übrigens sehr stolz auf den Namen Nito, hä? Wer kennt Nito? Dark Souls 1? Ich liebe den Boss. Sieht ziemlich cool aus und Nito passt irgendwie ziemlich zu ihm.
wie die Faust aufs Auge. Oh, das würde ich gerne holen, aber könnte ich mit einer Bombe, ne? Warte, lass mal einmal versuchen. Yeah, Two of Spades like a boss. Komm, das holen wir jetzt auch. Judgment like a boss oder so. Lass mal rein. Okay. Ach, Pin. Health up. Ist gut für den Devil Deal. Müssen wir nur füllen, weil der erkennt nur voller Herzchen, ne? Der Devil Deal. Habe ich irgendwo gesehen bei DK oder Emero. Im Livestream hat er das auch so gemacht. Ist wahrscheinlich auch logisch. So, bye bye, Fliege, auch wenn du dich in mich verliebt hast und die große Liebe gesehen hast, aber manchmal kommt alles anders. Ja, genau, besteig ihn. Sehr schön. Und jetzt du. Ich liebe Charmtiers. Ich liebe sie. Es ist raus, ich liebe sie. So, okay, der hat irgendwie mich gar nicht beachtet. Und jetzt bekomme ich Lust auf eine Pizza. Ich habe noch eine Pizza im Gefrierschrank. Ist mir gerade eingefallen. Die Pizza will ich haben. Die esse ich gleich nach der Folge. So. Ja, finde ich gut. Kabel Deutschland hat echt irgendwie... früher war das echt voll der Abfuck, aber mittlerweile haben die... machen die nicht mehr so einen Bullshit. Nicht mehr so viele Ausfälle und so. Und das Wechseln ging auch super schnell. Fand ich sehr gut. Okay, lass mal den Schlüssel einsetzen. Oh, nicht dieses Spielchen. Mom's Contacts. I like. Jetzt bekommen wir bunte Tränchen. Ganz, ganz, ganz bunte Tränchen. Aber ich frage mich, je mehr andere Effekte wir haben, desto weniger kommt jetzt zum Beispiel der Zahn, ne? Oder? Das heißt, es ist eigentlich immer gut, einen Effekt zu haben, oder? Zum Beispiel den Zahn hier. Oder ist es nicht logisch? Was mein Bruder auch gefragt hat. Hey, die ganzen Isaac-Experten, nehme ich überhaupt auf? 60 FPS, stimmt ja. Ich nehme jetzt den 60 FPS auf. Keine Ahnung, wieso. Wegen besserer Leiter. Stimmt das? Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe. In den Kampf. Ich gehe jetzt rein in den Kampf, ne? Boss. Ich besiege ihn, setze aber die Strength-Karte ein. Die Strength-Karte verdoppelt ja unseren Angriff, ne? Und ich besiege den Boss. Der Boss ist tot und dann spawnt der Pilz. Der rote Pilz, der alles also mehr Damage macht. Multipliziert er dann das, was wir mit Strength haben? Oder multipliziert er das, was wir ohne Strength haben? Versteht ihr meine Frage? Ich hoffe, ihr versteht sie. Das hat gestern meinen Bruder sehr beschäftigt. So, komm. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und gib mir dann einen Devil-Deal, den wir dann ignorieren vielleicht. Weil ich echt Bock habe auf Mega-Satan. Mal wieder. Das wäre wieder so ein kleines Highlight. Okay. So. Wundert euch nicht, aber wenn ich das nicht schaffe und trotzdem Mega-Satan aufs Thumbnail packe oder sowas, einfach damit die Überraschung vielleicht da ist. Weißt du, dann denkt ihr, oh, Mega-Satan, freut euch natürlich, aber dann, oh, er stirbt. Squeezy, tears up, super duper. Und hier haben wir ein Herz nur. Ich würde sagen, haben wir Evil Up aufgenommen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, wir gehen auf Angel Deals, oder? Gehen wir auf Angel Deals? Wir gehen auf Angel Deals. Waren wir denn hier schon überall? So einer bist du. Mhm. Naja, so. Komm, nächste Ebene. Nächste Ebene, nicht lang Faxen machen. Und wir bekommen eine Kiste und die teleportiert uns zum Angel Deal. Und wir bekommen dich. Warte mal, ich hab Daddy's Key. Was? Ich bekomme den Schlüssel, ne? Ich bekomme Schlüsselteile. Wollen wir einfach so aus YOLO Mode Dolo besiegen? Einfach so, YOLO Mode Dolo. Ach, guck mal, der hat am Feuer Schaden sogar genommen. Sogar schlau, ihn das Feuer nicht auszumachen. Cool. Oh ja, die Zähne machen Damage, komm schon, das sieht man direkt an der Lebensanzeige. Das sieht man direkt an der Lebensanzeige. Jo, machen wir. Vielleicht ein Goathead. April, what? Okay, so, genug. Ach, jetzt die Überraschung weg. Das ist so, als würde man Weihnachtsgeschenke schon vor Weihnachten verschenken. Und dann, wenn Weihnachten ist, ist alles für den Arsch. Evil Up. Mir wurde auch gesagt, dass Evil Up einfach nur bedeutet, dass mehr schwarze Herzen gedroppt werden, dass nichts damit auf sich hat. Ob ich jetzt einen Devil Deal bekomme oder Angel Deal oder bla 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 bla. Ich darf nur nichts Böses machen und keine, ja, keine Devil Deals eingehen. Autsch. Counterfeit Penny? Ich hoffe nicht. Yeah. Yeah, girl. Take it all. Take it all. Eden hat ja kein Geschlecht, ne?
So, also morgen werde ich versuchen, mal The Savior auf Isaac hochzuladen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Oder ich... Was? Habt ihr Bock drauf, dass ich eine normale Folge mache? Und dann am Abend The Savior auf Isaac? Natürlich ist das ein bisschen viel Isaac, aber hey. Mittlerweile sehe ich das so, ey, Isaac macht mir Spaß und ich muss das machen, was mir Spaß macht. Und dazu noch Horror-Let's Plays. Weil die mir auch Spaß machen. Aber in Isaac kann ich mich ein bisschen so austoben, weil es da so viele Sachen zu erkunden gibt. Wie zum Beispiel The Savior of Isaac. Natürlich gibt es Leute, die dann sagen, nein, so viel Isaac. So, wir haben da Faith Up. Ja, natürlich kann es auch nicht stimmen und es hängt davon ab, ob wir Evil abbekommen und so. Ich glaube, es hängt so davon ab. Also ich bin immer noch dafür, dass es davon abhängt. Verdammt nochmal. Ich kann euch aber nicht trauen, Leute. Meine Nase läuft. Wenn meine Nase läuft, heißt das, ihr lügt mich an. Ihr lügt mich an. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Gott, verdammt nochmal. Ein nach dem anderen. Oh ja, er hat sich verliebt. Sehr schön. Ah nein. Er ist starr vor Liebe. Habt ihr es gesehen? So. Nochmal Bomben, das zwingt mich mehr hier zu sprengen. So. So, ui. Ganz viele Pilz, Pillen. Bombsack. Ja, kann man verkraften. Das tut weh. Help up. Warum spreng ich Feuer? Was ist falsch in meinem Hirn? Warum spreng ich Feuer? Okay, so. Zerstören, bevor er schießt. Genau, so sieht's aus. Und jetzt gehen wir mal... seht ihr, ich habe mich jetzt wieder gefreut auf den Angel Deal. Aber dort waren wir schon. Toll, ey. So, geht doch. Unser Damage unbelievable. Unbelievable. Wir brauchen jetzt irgendwie Damage-Absachen. Unbedingt Damage-Absachen. Wobei, der Damage sogar echt passt. Nur die zwei Striche, die irritieren mich so ein ganz bisschen. Ach, komm schon. Hier bekommen wir nochmal Evil Range und Shotspeed ab. Aber trotzdem noch den Angel Deal. Was ist das denn? So. Boop, boop, boop. Okay, da. Aus dem Weg. Aus dem. Oh. Oh, oh. Kein Steinchen. In diesen Räumchen sind ja meistens blaue Steinchen. Oh Mann, ich will mir gleich eine Pizza holen. Ich hoffe, ihr habt auch sowas wie eine Pizza oder sowas. Nicht, dass ich euch jetzt was von der Pizza erzähle und ihr dann irgendwie einfach nur Matschepampe zu essen bekommt mit extra Portion Staub. Dann tut's mir sehr leid. Aber wenn ihr diese Folge seht, werde ich Pizza mampfen. Eine ganz normale Pizza. Pizza Salami. Nichts Besonderes. So. Oh. Was für ein Bullshit. Unglaublich. Schade, ich dachte, der öffnet mir diese Tür auch. Okay. Komm runter und lach nicht von oben. So. Ach. Ach. So. Ja, mit dem Schlüssel. Wir können das hier mal sprengen. Vielleicht ein paar schwarze Herzchen oder so. Joker-Karte. Nein, gar nichts. Okay, dann halt nicht. So. Hier waren wir noch nicht, genau. Schon wieder dieses blöde Amnesia, ey. Ich komme immer durcheinander. Ich muss auf jeden Fall den Shop finden und dort Kohle ausgeben. Das will ich. Ich hoffe, der nimmt auch noch genug an. An. Immer der Kotzer hier. Immer am Kotzen, dieser Holly. Stirb, ey, in die Superform. Ja, hilf mit, danke. Ey, diese Schamtiere sind echt eine richtig gute Neuerung. Die sind richtig nice. Muss man schon sagen. Autsch. Ich bin gespannt, was es noch so für Tränen da gibt im DLC, was dann hoffentlich kommt. Ich werde, wenn das DLC kommt, werde ich versuchen, irgendwie ziemlich lange zu streamen. Also sofort zu streamen. Wenn das DLC kommt. Sofort streamen. 24 Stunden. Nein, 8. Nein, 600 Stunden streamen. Die ist ein bisschen viel, oder? 600. Aber auf jeden Fall werde ich streamen dann direkt. Ich bin gespannt, ob es mit 60 FPS jetzt ich nicht asynchron bin. Ob es damit vielleicht zusammenhängt. Ich bin sehr gespannt. I'm really gespannt. Leute, Gespenster. So. Komm her. Richtig nice, wenn der verliebt ist. Richtig nice.
vier Shots sind halt nur so irgendwie ziemlich schwer zu kontrollieren. Also wenn die Gegner geviert sind und dann in die Luft hüpfen. Ihr kennt ja das Problem. Ah, schade. Ich dachte, ich kann da oben hinspringen. Und vielleicht den Geheimraum öffnen. Was für ein nerviger Raum. Nicht gerade ein Traum. So. Zack. Flop. Oh Gott. Okay. Ja, mit der Bombe. Sprengen! Oh, er landet sogar auf der Bombe. Du Idiot. Ach ja, hätte ich vorher setzen müssen. Was schon wieder? Hä? Wie? Hä? Oh, komm schon. Ich möchte einfach nur Geld spenden. Sharp. Kriegen wir wenigstens was? Okay, noch mehr Münzen. Super, 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 super. Und Demon Baby. Kann manchmal auch ein Arschloch sein, wenn es irgendwie Gegner in der Nähe tötet, die explodieren. Dann ist es auch eher so ungeil. Eher nicht so swaggy. Aber ansonsten macht er eine gute Arbeit. Safety Cap. Komm, der muss sich verlieben. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt schon. Du siehst vielleicht dabei, wie sie sich begatten. Ah, anscheinend zeigt er kein Interesse mehr. Typisch Mann, er zeigt immer direkt kein Interesse. So. Au, verdammt, wir lieben uns doch. Hier ist gefährlich. Aber machbar. Am liebsten mag ich ihn eingefroren. Leider haben wir hier keine blauen Kerzen an den Rändern, die er für uns aufschießen kann. Go, 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 go. Abel, was machst du da? Abel, nicht die Wand abschießen. Ich weiß, du tust das Gegenteil von mir, aber hey, hör doch einmal auf mich, bitte. Kein einziges Mal. Angel D? Oh, verdammt nochmal, wegen Evil Up, ne? Ganz viel Evil Up, deswegen. Krampus, hey. Gib mir bitte Kohle. Das würde ich sehr appreciaten. Bitte drop mir Kohle, bitte, 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 bitte. Yes! Man muss immer nur nett fragen, dann läuft es. So. Huh, die Beleuchtung ist auch super, ne? Ist echt gut hier am Fenster. Ist echt gut am Fenster. Zack. Und hier bekommen. Ja, Spiel. Sehr witzig. Ich kann nicht vor Lachen auf Boden mich halten. So, was? Lass mal hier sprengen. Will ich es da haben? Gib mir Cricket Set. Braucht doch nicht jeder. Oh, Debt, scheiße. 20. Debt 1 sind wir erst? Ne, 2. Wollte ich gerade sagen. Aber leider schon über 20 Minuten. Das heißt, wir werden den Bosswash leider nicht mehr von innen sehen. Wenn dann nur aus Versehen. So. Explosive Diarrhea, okay. Nicht unterschätzen, die Pelle, die kann ordentlich schon Damage machen und hier alles niederbratzeln. Oder so. So, Wiedersehen. Wir müssen ja auch unbedingt noch Kingdom Hearts zu Ende spielen. Das ruckelt ein bisschen, das Spiel. Immer wenn ich also in den Raum gehe, ruckelt das gerade. Ich habe Angst, dass es gleich abstürzt. Irgendwie komisch. Kingdom Hearts nur halt noch drüben. In, wo ich früher gewohnt habe, noch vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen. Ah, natürlich bekomme ich jetzt das. Ja, keine blauen Herzchen. Leute, wir müssen Mega-Satan töten, aber mit diesen Items sieht es eher so nach Mega-Fliege töten, höchstens. Versteht ihr? Oh Mann, habe ich einen Witz gebracht. Aber könnte vielleicht eine Herausforderung sein. Hätte ich Bock drauf. Auf eine kleine Herausforderung, ein bisschen leiden. Ich würde dann aber zu Isaac gehen. Zu Blue Baby. Damit wir Kisten haben, wo wir vielleicht noch ein paar coole Items finden. So. So, und bye bye. Wir haben noch hier Explosive Diarrhea. Wo setze ich das ein? Vielleicht, oh. Ach, Mist. Dankeschön für den Pass. Und da war ein blauer Stein unten. Den habe ich nicht gesehen. Ich meinte, ich habe ihn gesehen. Wollte ihn aber mit der Dauerkarte holen. So. Na komm schon, ein bisschen Abstand halten, machen wir mehr Damage. Robo Baby, oh toll, Robo Baby. So unglaublich, das Robo Baby, ach komm schon, Mann. Schon wieder werde ich zum Familienvater, eindeutig zu viele Babys hier. Das unterstütze ich nicht.
Wie die Chelchmen sagen, Krieg gegen Kinder. So. Auch hier wieder einsetzen. Und sogar den Geheimraum geöffnet. So habe ich es gern. Jetzt versuchen wir gleich mal um den Hintern. Okay, nur zwei Bomben immer. Ja, das regt mich auch ein bisschen auf jetzt. Hier aber kein Greed oder sonst was. So, nimm mal meine Kohle bitte. Nimm sie, komm schon, 700. Da schalten wir noch eine Kerze frei. Aber wir schaffen gar nicht 700. Da ist zu wenig Münzen für. Da, 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 da. Heute ist er echt gierig, ne? Heute ist er echt gierig. Ah, okay, dann lass mal hier kaufen kurz. Der Boomerang. Und hier haben wir Starter Deck. Schocke. Two of Hearts. Gut, dann würde ich sagen, nicht den Boomerang mitnehmen. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier Dad's Key mit, damit wir Mega-Satan den Arsch versohlen können. Stampf hier hin. Stampf! Danke. Wenn man zweimal fragen muss, das nervt aber auch hier. Ah, einfrieren. Nein, leider nicht. Ich habe schon einfrieren. Yes! Und go, 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 Leute, macht Damage. Das ist die beste Taktik. Damage machen, Leute. In Isaac. High Priests haben wir, aber das würde mich dann angreifen. Was haben wir noch? Two of Hearts, genau. So. Upp. Oh Mann, machen wir scheiß viel Damage. Ist ja unbelievable. Scheiße, jetzt bekommen wir auch... Ach, gar nichts von beiden. Egal. Irgendwie verkacke ich jetzt die ganze Zeit diese blöden Angel und was weiß ich Deals. So, Polaroid haben wir. Auf geht's. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie Items, Mann. Das ist echt ziemlich bescheiden, was hier gerade abläuft. Ziemlich, ziemlich, ziemlich bescheiden. Um Gottes Willen. Ah, ich hätte ihn, dass er seine Kollegen umbringt. Machen lassen tun, aber okay. So. Go, go, Abel, Robo, Baby, alle! Yeah. Lass uns das schnell zu Ende bringen. Die Pizza macht sich ja auch nicht von selbst. Hier haben wir Chariot. Dann nehme ich Chariot mit und scheiß auf Two of Hearts. Das braucht doch kein Mensch, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. XXL-Raum geben wir nicht. Das ist meistens eine Sackgasse. So. Ah! Okay, wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Fliegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenigstens eine gute Sache. Ah, nicht geschafft. Uiuiui. Ach, komm schon. Geht doch. Nach unten. Ja, genau. Greif deine eigenen Leute an. Vielen Dank für deine Hilfe. Ha, ihr hattet einen Verräter unter euch. Und ihr habt es die Jahre nicht gemerkt. Ich finde es auch krass gerade, was momentan jemand auf, also auf Twitter postet, jemand die ganze Zeit Sachen, habe ich auch geretweetet, wie die mich in Minecraft nachbauen. Also ein Foto von mir, ziemlich fotorealistisch und das ist ziemlich krass aufwendig. Ich dachte erstmal, das ist vielleicht irgendwie ein Fake und die machen das mit dem Programm oder sowas. Aber hey, das ist unglaublich. Ich glaube der Person und das sieht echt krass aus, Mann. Werde ich demnächst auf jeden Fall noch mehr retweeten, falls ihr nicht gesehen habt. Ich poste ja nicht so viel. Und ja, seht ihr, der XXL-Raum war eine Lüge. Wie der Kuchen. So, dann lass uns mal eben loslegen. Ja, yeah, vernichtet. Mehr. Na komm schon. Oh, komm schon. Wieso bekommen wir keinen einzigen... Verdammt nochmal, vielleicht irgendwo dazwischenhänger, ne? Ich hätte den Devil Deal einfach nehmen müssen und fertig. Einfach YOLO oder Dolo. Wie soll ich jetzt Satan besiegen? Ich muss auf die Kiste hoffen. Oder dass wir irgendwie jetzt eine Joker-Karte gedroppt bekommen und dann später einsetzen. In der Kathedrale. Sowas halt. Meine Nase juckt. Lass uns mal hier, mal ganz kurz das hier machen. So, jetzt haben wir nur noch ein Herzchen. Kurz reinglupschen. Hallo. Cliffs einfach überspringen. Tue ich das? Überspringe ich einfach Cliffs? Ich meine, die droppt ja eh nichts, Cliffs. Huh. Bams. Eine kleine Abkürzung.
Ha, Atlas, was jetzt? Kannst du warten, bis du alt und schrubbelig wirst. So, währenddessen besiege ich deine Kinder, die du nicht wolltest. Und dein totes Kind, das du nicht wolltest. So, das ist ein Baby. Okay. Ich hab Hunger, Mann. Gar nichts gegessen. So. Uah, komm schon. Ey, Megasander wird echt ein Problem. Ich hoffe einfach mal, dass die Kiste die beste Kiste of the Universe wird. Ich hoffe es einfach sehr. Vielleicht so eine kleine Mono Equals Power Kiste. Item. Von der Kiste, in der sie drin ist, ja, so. Widerspricht dir doch nicht mal, Holly. Du hast auch manchmal recht. So. Einer von euch ist weg und der zweite hinterher. So muss es sein. Einmal kurz reingrutschen. Yo, tun wir. Scheiße. Ich dachte, Cricket Set oder sowas. Würde ich lieben. Ich würde sogar, glaube ich, Bob's Brain mitnehmen, ganz ehrlich. Ich würde sogar Bob's Brain mitnehmen. Aber ob der alles zerstört, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh oh. Komm schon, Schamtias. Leg los. Okay. Ich habe das Gefühl, Eden bekommt sehr oft Daddy's Key. So, eingefroren. So mag ich dich am liebsten. Schön steinig. Oh Gott. Okay, war das Nummer 2 oder Nummer 3 schon? Ich glaube Nummer 2 erst, ne? Ne, alle. Gut. Jo, lass mal mitnehmen. Ja, da würde ich gerne reingucken, aber da verlieren wir 2 Herzen. Ich glaube YOLO Maudadolo, oder? YOLO Maudadolo. Bei dem heiligen Maudadolo. Okay. Okay. Tschüss. So, lass mich rein da, lass mich rein da. Was gibt es dort? Holen wir uns mal das Pentagramm. Immerhin, Leute. Immerhin. Immerhin. Oh Mann, meine Nase läuft wie sonst was. Nito, bist du hier? Zerkratzt du gerade mein Greenscreen? Wahrscheinlich sieht man im Hintergrund, wie so durch den Greenscreen Krallen kommen, weißt du? Wie im Horrorfilm. Mann, machen wir wenig Damage. Immer noch. Ich habe das Gefühl, je stärker wir werden, desto stärker werden auch die Gegner. Was irgendwie unfair ist. Und Leute fragen auch, warum ich ganze Zeit im Hardcore-Modus spiele. Ganz einfach, weil es herausfordernder ist. So, ist richtig, oder? Genau. Wheel of Fortune, super. Ich hoffe, das ist blaue. Ja, nicht so geil. So. Autsch. Okay, yo, nehmen wir mit. Und bye, bye. So, da oben kann es nicht sein. Das heißt, hier unten hoffentlich irgendwo. Einfach mal aufschließen hier und hoffen, dass wir nicht zurück müssen. Bams. Jo, eigentlich wäre ein halbes Jahrchen besser, ne? Und wir sind richtig, wir müssen nicht mehr zurück. Sehr schön. Das freut einen doch zu sehen. Uah. Nice, die schwarze Fliege war ein One-Hit. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Fliegen um uns herum haben. Das kann echt sehr helfen bei Megasatan. Und allgemein. Könnte ruhig nur ein paar Mal öfter kommen, die Pille. So, let's go. Let's do this shit. Lass uns den wegknallen. Das Demon Baby kommt nicht an, verdammt, aber ich kann nicht näher ran. Ich brauche Ausweichplatz. Oh nice, jetzt ist er verliebt und tötet seinen eigenen. Okay, ey, die Fliegen retten uns gerade voll den Arsch. Yes! So muss das laufen. Jetzt einfach hier stehen bleiben. Hier finde ich das am sichersten. So. Wir machen nicht viel Damage, aber hey.
komm, einfrieren. Ach, ich muss ihn mit mehr Abstand abschießen. Sehen wir, der mich machen. Und das letzte Mal, würde ich sagen. Bye bye, Señorita. Und jetzt rein hier. Und jetzt öffnen wir. Habe ich den Engel eigentlich bekämpft? Ja, ne? Das heißt, ich habe das. Ne, habe ich nicht. Na egal, wir haben das hier. Nice! Und jetzt gib mir Bully, Vieh, Mess. Oder auch nicht, ey. Oder auch nicht, ey. Mann. Ach, schade, da. Lass die Ebene mal clearen. Hoffentlich nicht so viel Leben verlieren und dann Mega-Satan einfach K.O. machen. So. Vielleicht finden wir noch ein paar Kisten. Hoffentlich. Jetzt haben wir auch noch Gift drehen. Meine Güte, wir haben ja eine richtige Disco-Kugel drehen. Okay. Wow. Komm schon, drop mir bitte noch eine Kiste. Ich habe Angst. Soll ich jetzt weitermachen und hoffen, dass die eine Kiste droppen irgendwer? Oder soll ich direkt zum Mega-Satan? Das ist die Frage. Oh, die droppen manchmal Karten. Gute Karten. Vielleicht eine Strength-Karte oder Joker-Karte. Oder auch das. Resistance. Oh, das ist sehr gut. Eines der besten Runen. Der besten Runen. Die lässt mich nicht in Frieden ruhen. Die wird mir Hoffnung machen, ihn zu besiegen. Mega-Satan. So. Abstand halten. Okay. Okay, so. Nach unten. Läuft ja nicht ganz gut. Also komm, die Räume clearen wir ganz gut. Ich bin gespannt, wie wir gegen Nicolas Cage ankommen. Wobei die auch ziemlich viel aushalten. Hier, guck mal, die Superform. Es ist nicht ganz viel Damage. Nicht genug Damage. Aber es könnte ein spannender Kampf werden. Und das wollen wir doch, oder? Einen spannenden Kampf. So. Oh, der Hound. Okay. Sehr schön. Schön einfrieren. Komm schon, einfrieren. Yes. Ich habe einfach mal meinem Glück vertraut. Und hier kriegen wir jetzt immer schön blaue Herzen gedroppt. Dank Relic. Dank dem Relic. Das ist ein alter Klassenkamerad gewesen. Empress. Oh. Ich glaube, wir nehmen Empress mit. Gegen Mega-Satan. Ich glaube, ich bekämpfe auch nicht das Blue Baby, sondern einfach direkt zum Mega-Satan. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch eine Kiste irgendwie gedroppt bekommen. Wollen wir es jetzt versuchen? Komm, wir haben Empress. Macht auf jeden Fall Damage ab. Lass uns das mal versuchen. Jetzt Mega-Satan. Oder ein Raum noch. Oh Gott. Lass uns raus hier. Wobei, warte mal hier. Oh, natürlich spawnt er direkt neben mir. Was soll denn der Scheiß? Aber immerhin bekommen wir jetzt das blaue Herzchen zurück. Die Kiste? Ah. Okay, Empress haben wir. Ich würde sagen, komm, lass einfach YOLO Mode Dolo zum Mega-Satan. Let's go! Empress setzen wir ein. Algis noch nicht. Was habe ich geöffnet damit? Keine Ahnung. Let's go, Mega-Satan! Ich beschwöre dich. Komm her. Ich finde das so episch. Darf ich die Musik ein bisschen lauter machen und ihr genießt einfach nur die Musik? Was für Tränen, ey. Noch ein bisschen lauter. Das Ding zeigt das nicht. Ey, die Musik ist cool. Ja, schön die Hände kaputt machen. Thank you.
so? Nein. Die Superform jetzt. Ah. Aber es ist machbar auf jeden Fall. Es ist machbar. Unser Range ist auch sehr gut, sodass wir Abstand halten können von Mega Satan. Uiuiui. Jetzt die Engel. Yes. Das war's. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm wenigstens in die zweite Form. Yes! Was machst du denn da, Robo-Baby? Hey, komm her! Nicht feige da rumstehen. Wow! Wow! Oh, ich liebe diesen Feuerangriff. Ich versuch's mal ohne Resistance einzusetzen. Yes, wir haben ihn geschafft. Jetzt kommt das verstörende Ende. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu leise, ne? Ja, sonst kacke. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich jetzt mal Mega-Satan gemacht habe. Und da liegt Gabi. Da ist Nito. Nito? Gut. Ich mache mir jetzt eine Pizza. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Pfiuh.